Servus und willkommen zu Forza 1 gegen 1. Nachdem wir eben gegen Corby 2-1 knapp gewonnen haben, hat Poolboy als Host der Lobby gemeint, jetzt will ich auch. Und ja, jetzt sind wir am Brett mit gegen Poolboy. Und sind wir ganz ehrlich, ob das so gut für uns ausgehen wird, schauen wir doch mal. So, wie gewohnt, Verbindung steht. Ah, der Snipper ist auch schon da. Das heißt, er will hier meine Windturbine bisschen harassen. Habe ich ja eigentlich momentan wenig Bock drauf. Aber ja, ich kann ja schlecht zu Poolboy sagen, lass das bitte. Es ist ja immer noch ein Spiel, wo es darum geht, den Gegner irgendwie zu besiegen. Und das halt alles recht, gerade wenn es Gegner wehtut. Ja, ja. Er kann den Winkel treffen. Es ist jetzt nicht perfekt gebaut, aber soll das machen. Wenn es ihm damit besser geht und er seine Mikroaggression damit abbauen kann, dann hilft Opa Gürteltier doch gerne. So, das kommt. So. Dann hier, hier, hier. Und dann erstmal schön das Upgrade Center. Bumm. So, dann hätten wir das. Ja, ja. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte auch gerne diese APM, dass ich sagen kann, ich baue und kann dann noch mit dem Sniper arbeiten. Ist ja schon ein Träumchen. Muss ich ehrlich sagen, da bin ich schon ein bisschen neidisch. Dafür kann ich andere Dinge gut. Ich kann Luft zum Stinken bringen. Ja. Da geht mein Strom halt ein bisschen runter, wenn er da drauf schießt. Aber ganz ehrlich, das juckt mich jetzt nicht wirklich. So, jetzt wird die verkauft. So, jetzt kann er weiter drauf schießen, wenn er lustig ist. Ist mir egal. So, das passt. Dann haben wir das. Wie einfach immer weiter noch drauf schießt. Das sind Sandsäcke, mein Freund. Die haben dir nichts getan. Also, die werden ja auch nie was tun. Ich wüsste nicht, wie sie es schaffen sollen. So. Wir spielen aber jetzt hier erstmal das Economy-Spiel. Und wir werden ganz, ganz langweilig auf Laser spielen. Ich weiß, es ist immer ein bisschen traurig, weil alle spielen bei Hanging Maps nur auf Laser und dann auf Nukes. Aber ich weiß, dass Poolboy mit mir ganz schnell den Boden aufwischt, wenn ich nicht aufpasse. Deswegen lieber langweilig, dafür aber bewährt. Jetzt kommen bei ihm die Upgrades auch. Bei mir kam auch schon das erste jetzt, aber wir müssen kurz warten, dass die Tech fertig wird. So, haben dann schon mal einen sehr, sehr großen Windpark. Ich glaube, ich müsste das anders da ein bisschen aufbauen. Hier wäre immer noch eine Büste. Ach, bin ich dumm. Bin ich dumm. Ja, okay. Dann, ja. Ja, was? Ja, manchmal hat man es einfach nicht im Kopf. Ja, da werde ich wahrscheinlich dann keine Schnitte kriegen. Nee. Das war von mir jetzt sackenblöd gemacht, weil ich habe einfach, ja, kein Metalllager gebaut. Einfach mich geweigert. Das war echt blöd von mir. Bei ihm kommt hier schon der Plasmabeam, da muss ich gar nicht überlegen, dass das ein Plasmabeam. Ja. Warum, woher weiß ich das? Ganz einfach, auf der Map ist es so, dass man die Sachen so baut, dass man quasi das Ganze ein bisschen zu groß baut, dass der Plasma hier durchschießen kann. Jetzt geht er hier auf die Windturbinen, harassed die, okay. Das einzig Gute ist an der Situation, die wir gerade haben. Ich weiß schon, was kommt. Eher noch nicht. Und wir sind ja oftmals so eine kleine Wundertüte. Das heißt, es kann ja sein, dass wir alles Mögliche da jetzt spielen gleich. Aber es wird halt ganz klassisch, ganz langweilig werden. Und vielleicht kriege ich die Büste hier unten rein, wenn sie da unten drunter vorbeigeglitten oder hier auf die Bodenstrebe. Das wäre schon mal ganz nice. Das würde mir ein bisschen
Elfen. So, 54. Wir spielen das ein bisschen klassischer als Poolboy, einfach weil mir auch die APM fehlt zum Bauen. So. Dann machen wir erstmal ein Schild rein. Soll ja schon mal wissen, dass wir wissen, dass er auf Laser spielt. So, okay. Kann ich das knicken? Da kriege ich nirgends von mir irgendwas geritzt. Ja, da kann ich noch einmal ganz kurz einen Gruß schicken, aber das wird auch jetzt den Braten insgesamt nicht fett machen. So, dann Moment. Machen wir es so. Dann geht es hier nach unten und unten angekommen. Ah, warte mal, erstmal Plasma. Erstmal den Plasma platzieren. Ja. Das ist wichtig. Ja. Okay, da ist ein Gunner drin. Gut. Dann haben wir jetzt hier noch ein bisschen. Da auch noch. Und sing, sing, sing. Okay. Haben wir überall ein bisschen was. Und dann sind wir auf jeden Fall safe, was sein Plasma angeht. Und müssen uns jetzt hier erstmal dann sicher nach oben bauen. Weil sonst ist das gleich durchtrennt und das möchte ich nicht. So. Wir müssen halt aufpassen, ey, dass man uns halt hier nicht einfach wegbüßt. Weil es kann sein, wenn so viel Gewicht vorne im Fuß hängt, dass dann einfach das ganze Konstrukt abschmiert. Also mit Konstrukt meine ich mein Ford. Und das wäre halt echt scheiße. So, aber das sieht doch ganz gut aus. Dann haben wir das so. Ja, also wir haben jetzt ganz viele Windturbinen, aber immer noch nichts Verwertbares. So. Nein. Okay. Ja, Poolboy möchte hier nicht, dass ich diese Connection habe. So, zumindest hat es den Anschein. So. Das Gute ist, ja, da ist jetzt Metall drin. Da ist Metall drin. Diese Connection ist relativ... Oh, bitte nein. Bitte hitte nicht den Plasma-Beam. Hä? Ach, da unten. Okay. So. Dann haben wir das schon mal so. Und dann haben wir hier einen schönen Holzklotz, Holztumor. Ach ja. Es ist immer wieder schön zu sehen, wenn Leute Ford spielen können, wie auf der linken Seite, und wenn Leute kein Ford spielen können, wie bei uns. Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Firebeam, sonst wird die Nuke da nie ankommen. So. Dann haben wir das so. Gut. Okay, da unten haben wir das so, dann... Ey. So, dann gucken wir doch gleich mal, was mir denn, upsi, da überhaupt an Value rauskriegen gleich. Wir müssen mal gucken. Okay, da kommen Portale. Ja, man muss dazu sagen, Poolboy hat da echt einen Gefallen dran gefunden an Portalen. Ja. Akzeptiere ich auch, dass er mein Schild getroffen hat. Ja. Das ist schön. So. Ja, da sind überall lustige kleine Dingsbumse drin. Schilde.
Ich glaube, ich kann die Nuke gar nicht schießen, kann das sein? Ich glaube, ich kann die gar nicht schießen. Ach, er hat nur drauf gewartet. Diese Sacknase. Haha. Diese Sacknase. Der hat nur drauf gewartet. So. Aber ist das ein gutes Recht? So, jetzt die Frage, kann ich das Ding überhaupt schießen? Ah. Ich sollte auch das Ding schießen, ne? Was? Die Flak ging da hinten raus durch die ganzen... Okay. Das ist krass. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. So. Dann brauchen wir noch ein bisschen mehr Strom. Oh oh. Okay. Warte mal. Ja, okay. Poolboy hat jetzt einen Gefallen gefunden an diesen Portal-Nukes auf der Map, okay? Eine von unten, eine von oben. Hab's verstanden. Okay. So, dann haben wir hier ein bisschen... Da ging was raus, da ging was raus. Das ist doch in Ordnung. Upsi. Komm, lass mich das bauen, bitte. Oh! Ey, ich hasse diese Scheiße. Okay. Einmal ganz kurz reparieren. So. Aber wir haben gleich nochmal ein bisschen was dabei. Gut. Das macht es ja auf uns auch dann, sage ich mal, ein bisschen einfacher gleich. So. Guck mal da. Ach, Poolball! Such dir eine Freundin. Oh, natürlich! Wie nichts Bock hat, irgendwas zu machen. Ach, kacke. Einmal kurz die aktive ziehen. So. Okay. So, dann... Naja, Poolboy, ich hab verstanden. Du hast ganz, ganz viele Nooks. Und du bist stolz drauf. Das war mein Firebeam, ja, unangenehm. Och, hör mal auf zu brennen, du dummes Ding. Hm. Ich müsste im Idealfall... Ja, das geht vielleicht. Ja, okay, hab's verstanden, weg damit. Okay, okay. Ah, scheiße, jetzt kommen beide von unten. Ah, kacke, GG. Die Runde geht eindeutig an ihm. Ach, da muss ich mir noch was überlegen. Ich mag die Map so sehr, aber das geht mir schon ein bisschen auf den Sack mit diesen Portal-Nukes. Gerade, weil ich ja auch meine Nukes noch unten habe, aber nicht rankomme aktuell. Auch was mich ein bisschen nervt. Ja, ja, jetzt deckt er weiter die Dinge. Ja. Ja, GG. GG. Ich hab gar nichts mehr. Er hat jetzt zwei Plasma-Beams und alles Mögliche und ich hab gar nichts. Ja. Was ich hab, ist ein Schuldschein. Ein ganz dicker, fetter Schuldschein. Das habe ich. Ja, mal gucken, ob ich runter mich connecten darf oder ob da eine Büß kommt und ihr sagt nein. Ah, bislang. Noch keine Büß.
die sagt, ich darf nicht mitspielen. Jetzt kommt die Büste, die sagt, ich darf nicht mitspielen. Ah, Nuke Nuke und jetzt GG. No, ich bin noch da. Ich bin noch da. Ihm fehlt Energie. Ihm fehlt die Energie. Ich bin doch der Beste. Ey. Nein. Okay. Okay, hat einfach gar keinen Winkel. Es ist komplett sinnbefreit, dass ich die Bastos noch hab. Okay. Ja, mach die mal weg. Die stören nur die Ästhetik. Okay. Wir brauchen noch mein Erzlager. So. Du kriegst ein Upgrade. Okay. Achso, warte mal. Mein ganzes Fort ist da ja offen. Oh, oh, nein! Ach, scheiße! GG! Im Fallen! Cool, weil du Bastard! Ja, auch gute Tier. Ach, einfach räudig. Aber er hat so viel Spaß daran. Lassen wir's doch. Ja, ich muss ein bisschen APM noch üben. Hat eigentlich nicht viel gehabt. Naja, in dem Sinne, wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren, abonnieren und haut mir in die Kommentare. Poolboy, du. In dem Sinne, haut rein. Tschüss.